Reisen nach Thailand und wieder zurück nach Europa. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am Donnerstag, dem 26. März 2020? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus der wunderschönen Natur in Thailand. Ich habe mich heute da mal etwas raus in die Natur begeben, um das Video zu machen, da es auch wieder bessere News gibt heute als in den vergangenen Tagen. Aber ich weiß, für viele von euch ist die Situation nach wie vor angespannt, weil der ein oder andere festsitzt, entweder hier in Thailand und möchte wieder zurück nach Europa, oder halt auch diejenigen, die im Ausland festsitzen und hier in Thailand leben oder wohnen. Ja, wie schaut es heute mit den Zahlen aus? Und da sind wir bei 1045 positiv getesteten Personen. Das sind 111 mehr als gestern. Davon haben wir 88 Personen, die das Spital bereits verlassen haben. Dann 953, die sind noch in Behandlung. 4 in kritischem Zustand und 4 Personen sind seit Ausbruch verstorben. Ja, beginnen wir gleich mit der Bewegungsfreiheit, eigentlich das Wichtigste, das ja seit gestern so für ein bisschen Kopfzerbrechen gesorgt hat. Und zwar ist ja gestern der Premierminister bei der Ansprache an die Nation vor die Medien getreten und hat gesagt, dass es Maßnahmen gibt, weil die Notverordnung in Kraft getreten ist, die ihm ja auch erlaubt, eine Ausgangssperre zu verhängen, die Medien oder die Medienfreiheit einzuschränken, wie eben auch die Reisefreiheit eingeschränkt wurde, die Reisefreiheit. Und das bedeutet, dass im Moment Thailand geschlossen ist. Es können keine Personen, Touristen, Urlauber, Reisende mehr nach Thailand reisen. Ist im Moment nicht möglich, weder auf dem Landweg noch über den Luftweg. Es gibt hier Ausnahmen, wie immer. Und zwar sind nicht davon betroffen Diplomaten, Personen von internationalen Organisationen, dann was haben wir da noch, Piloten und Crewmitglieder, sowie auch Familienangehörige. Und dann hat man noch die Menschen mit einer Arbeitsgenehmigung, das ist sehr speziell. Im Moment stellt sich natürlich noch die Frage, wie schaut das aus, und das haben sie nicht explizit erwähnt, mit Personen, die zum Beispiel ein Elite-Visum haben, das man sich ja teuer erkaufen muss, dass man eben auch in Thailand bleiben kann. Dann Personen wie ich, die verheiratet sind. Wenn ich jetzt das Land verlassen hätte, komme ich wieder zurück. Das wurde nicht geregelt. Bei Familienangehörigen geht man von Thailändern aus und nicht von Europäern. Und dann ebenfalls nicht geregelt oder nicht erwähnt werden die ganzen Rentner oder die Personen, die halt in Thailand mit einem Long-Stay-Visum leben und eigentlich auch das Recht haben sollten, nach Thailand zu reisen. Das sind alles noch Fragen, die sind offen, die sind unklar. Diese Leute können im Moment nicht einreisen, gemäß den aktuellen Bestimmungen. Das hat auch dazu geführt, dass Menschen, die festsitzen in anderen Ländern rund um Thailand herum, vor allem auch in Singapur, Neuseeland, Australien, teilweise auch aus Europa, im Moment nicht nach Thailand reisen können und vielleicht auch sehr, sehr teure Unterkünfte haben, die sie bezahlen müssen, oder Hotels, was ein weiteres Problem darstellt, und auch das ist zurzeit nicht geregelt. Transit. Diejenigen, die noch einen Flug haben und zum Beispiel in Thailand zwischenlanden müssen, Bangkok, Phuket, wie auch immer, die benötigen ein Fit-to-Fly-Attest. Zertifikat. Ganz einfach eine Bestätigung eines Arztes, dass man fit ist zum Fliegen. Kein Gesundheitscheck. Also man muss nicht eine Bestätigung haben, dass man nicht krank ist oder das Virus in sich trägt. Nur eine einfache Bestätigung des Arztes, dass man fliegen kann. Und diese Ausnahmeregelung für Transitpassagiere gilt noch bis zum 31. März. Ab 31. März wird auch der Transit komplett geschlossen und es ist nicht mehr möglich, via Thailand in irgendein anderes Land zu reisen. Also Einreise gibt es praktisch keine mehr, aber es gibt nach wie vor die Ausreise. Also Personen, die Thailand verlassen wollen und irgendwie noch einen Flug kriegen, und das ist im Moment sehr, sehr schwierig, bis teilweise sogar schon fast unmöglich, die können Thailand noch verlassen.
Und es wurde gestern auch berichtet, dass es eine Ausgangssperre gibt, vor allem in der Nacht. Der Premier hat das gesagt und das ist von 8 Uhr abends bis, also von 20 Uhr bis morgens um 05.00 Uhr. Da müssen die Leute zu Hause bleiben. Jetzt nach wie vor an den Flughafen reisen dürfen, aber Personen, die eben zum Beispiel einen Rückflug haben, die sind ausgenommen von dieser Weisung. Also die dürfen sich an den Flughafen begeben, auch während dieser Sperre. Man hat jetzt aber heute auch ganz klar angekündigt, dass man Thailand, also jetzt in Thailand, klar, die Grenzen sind dicht, aber in Thailand keinen Lockdown, keine Ausgangssperre verordnen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte man das nicht, macht man das auch nicht. Die Leute können sich nach wie vor frei bewegen. Man appelliert aber an die Vernunft der Menschen. Man soll Gesichtsmasken tragen, man soll nicht in Gruppen unterwegs sein. Man weiß ja auch bereits, das habe ich in den letzten Videos schon gesagt, dass Restaurants an den meisten Orten geschlossen sind. Auch Shopping-Malls sind geschlossen. Ich spreche hier nicht von Lebensmittelgeschäften oder großen Discountern. Ich spreche hier von Shopping-Malls. Das ist alles geschlossen. Auch Bars, Freizeit ist alles zu. Also man kriegt im Moment nur noch das, was man zum Leben braucht, wie eben Nahrungsmittel, Pharmazie, also Apotheke, Drogerie, all das Zeugs. Aber im Restaurant, vor allem hier in der Region, wo ich bin, und so wie sie es auch immer wieder ankündigen, kriegt man im Moment nur Takeaway. Also man kann nicht mehr sich hinsetzen und essen. Und dort, wo es noch möglich ist, dort wird es wahrscheinlich auch bald verboten. Wenn die Menschen sich nicht an diese Weisungen halten, oder es sind eigentlich keine Weisungen, sondern es sind Empfehlungen, dann müsse man oder sei man gezwungen, eine Ausgangssperre zu verhängen. Also das hängt jetzt davon ab, wie die Zahlen in den nächsten Tagen, Wochen ausschauen. Wir werden sie weiter hochgehen. Jetzt ist soeben noch die Meldung reingekommen auf die Frage, wie schaut es aus, wenn man reisen möchte innerhalb von Thailand. Ich habe ja gerade erwähnt, dass die Regierung gesagt hat, dass man keine Ausgangssperre verhängt am Tag. Man kann sich also frei bewegen. Aber es gibt Checkpoints und die Leute werden gefragt an den Checkpoints, weshalb sie die Provinzen, also innerhalb der Provinzen, kann man problemlos reisen, aber wer in eine andere Provinz reisen möchte, der benötigt einen Grund. Also man kann nicht einfach nur aus Vergnügen herumreisen, sondern man muss begründen, weshalb man jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt in Thailand reist oder eben halt die Provinz wechselt. Ja, dann kommen wir zu Visum und Aufenthalt. Da schaut es so aus, als ist es jetzt einfacher geworden, so ein Schreiben zu erhalten, damit man eben auch in Thailand eine Verlängerung für sein Visum beantragen kann. Hier aber auch, es ist zu unterscheiden zwischen der normalen Verlängerung, die man kriegt, da braucht man noch kein Schreiben, wenn man noch keine ordentliche beantragt hat. Und für diejenigen, die das schon ausgeschöpft haben, die können dann beim Konsulat oder bei der Botschaft so ein Schreiben beantragen. Da gibt es nach wie vor diverse Rückmeldungen, aber wo man ganz sicher eins bekommt, und das betrifft Deutsche und Österreicher, das ist im Moment in Pattaya. Dann hat man aber auch das Problem im Moment, dass diejenigen, die zur Immigration gehen, riese Warteschlangen haben. In Bangkok, die Menschen, die nach Bangkok gehen, dort gibt es eine neue Adresse im Moment. Also die normale Immigration oder die Adresse der Immigration, aufgrund des massiven Personenansturms, hat man eine neue Lokalität ja, nicht gemietet, aber man verweist jetzt die Menschen an einen anderen Ort. Ein großer Ort, also wo es viel Platz hat, wo dann eben auch die ganzen Warteschlangen dort entstehen können und man ja, dann auch seine Verlängerung bekommt. Wo diese Location sich befindet, habe ich bei mir auf Twitter gepostet, wie eben auch alle anderen Informationen, die ich jetzt hier in diesem Video wiedergebe, Dokumente etc., findet ihr bei mir immer aktuell zeitgemäß auch auf Twitter. Der Link zu meinem Twitter-Account ist unten in der Videobeschreibung. Dann noch was, all diejenigen, die die 90-Tage-Meldung machen müssen, das betrifft Leute, die in Thailand leben, wie mich zum Beispiel, die werden gebeten, nicht persönlich bei der Immigration vorbeizugehen, sondern die App
zu benutzen oder runterzuladen und dann über die App das Ganze zu machen. Ich habe die App auch runtergeladen, es funktioniert einwandfrei. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das online zu machen über eine Internetadresse. Dort ist es nicht immer ganz einfach, dort gibt es oft Probleme, aber bei mir die App, die funktioniert wirklich einwandfrei. Es gibt hier aber diverse verschiedene Links und Personen haben auch schon geschrieben, ja, das funktioniert nicht etc. Das kann daran liegen, dass man die falschen Links benutzt oder ja, alte Systeme. Ich habe auch bei mir auf Twitter, wie auch im gestrigen Video in den Kommentaren, hat mich jemand danach gefragt nach den Links zu den Apps und die findet ihr entweder bei mir auf Twitter oder im gestrigen Video unten in den Kommentaren. Ja, in einem der letzten Videos habe ich auch gesagt, dass man einen kleinen Notvorrat anlegen soll, und zwar so für maximum 14 Tage. Heißt jetzt aber nicht, dass man hamstern soll, sondern einfach etwas zu essen zu Hause haben sollte. Warum ist das so? Wir haben jetzt heute wieder eine Meldung aus einer Provinz, wo in einer großen Apartmentanlage, in einem sogenannten Kondominiumkomplex, eine Person erkrankt ist. Und der Gouverneur dieser Provinz, und das kann er hat da die Möglichkeiten, hat dann angeordnet, dass man das ganze oder das, ja, den ganzen Apartmentblock unter Quarantäne stellt. Und das bedeutet jetzt, dass alle Leute, die dort wohnen, für 14 Tage nicht raus können. Und jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum das ich schon seit einigen Tagen immer sage, schaut, dass ihr wenigstens Lebensmittel für 14 Tage zu Hause habt. Ja, dann am Schluss noch die meistgestellteste Frage, die ich heute noch beantworten werde aus den letzten Videos. Und das ist die Frage, wenn ich in eurer Situation wäre oder in der Situation von denjenigen, die in Thailand gestrandet sind, was würde ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt tun? Und da das allererste ist, ich würde mich bei der Internetseite des Auswärtigen Amtes, egal, also ich komme jetzt darauf an, aus welchem Land dass du kommst, dort mal registrieren, dass du in Thailand festsitzt. Da gibt es bei den Deutschen gibt es da was, bei den Österreichern, bei den Schweizern, die müssen eine App runterladen, damit eben das Auswärtige Amt auch weiß, wo man sich aufhaltet und auch dann organisierte Flüge oder Hilfe senden kann. Das kann man natürlich auch über die Botschaft oder das Konsulat machen, die haben Hotlines. Also es ist schon mal erster Schritt, melden, dass man hier gestrandet ist. Dann zweiter Schritt. Jetzt, ab heute, vorher konnte man ja noch Flüge buchen etc. Heute, ich persönlich würde das jetzt nicht mehr machen. Denn die Chance besteht, dass du einen teuren Flug buchst, das Ganze bezahlst, das Ticket, und dann wird der Flug annulliert. Da habe ich diverse Rückmeldungen in den letzten Tagen gehabt. Und dann musst du dem Geld nachrennen. Und in so einer Situation, wo du im Moment schon überall hinrennen musst, um überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, dass du überhaupt legal da bleiben kannst und nicht nachher noch Probleme kriegst, wenn der ganze Spuk hier wieder rum ist. Zu dieser Zeit kannst du das nicht auch noch gebrauchen, dass du deiner Kohle hinterher rennen musst. Und im Moment, du wirst Geld brauchen, wenn du hier noch einen oder zwei Monate vielleicht, keiner weiß, wie lange es noch geht, und da wären wir auch gleich bei dieser Frage. China hat nach wie vor geschlossen, die haben das Land noch nicht geöffnet, also ja, ein bisschen, aber noch lange nicht Normalzustand. Also es kann 1, 2, 3, 4 Monate dauern, das weiß keiner. Und deshalb würde ich jetzt schauen, wenn ich in dieser Situation bin, dass ich möglichst günstig irgendwo eine Unterkunft kriege und in Thailand bleiben kann, möglichst günstig bis halt von der Regierung Deutschland, Schweiz, Österreich irgendein Flug nach Thailand kommt oder Evakuierungen stattfinden oder was auch immer. Ich habe auch Anfragen gehabt von Menschen, die in Neuseeland festsitzen oder sonst irgendwo auf der Welt, die gerne nach Thailand zurückkommen wollen, wo sie leben. Und die brauchen ja Medical Certificate, die brauchen eine Versicherung von 100.000 Dollar und das ist alles Geld und keiner weiß, ob man dann am Schluss auch fliegen kann. Deshalb lieber dort, wo man jetzt festsitzt, schauen, dass man dort bleiben kann, günstige Unterkunft findet und das Ganze aussitzen, bis die Regeln wieder gelockert werden und man wieder normal reisen kann. Dann noch einen Tipp zum Schluss.
Und zwar diejenigen, die halt jetzt festsitzen in Thailand, denen empfehle ich, irgendwo in der Nähe der Botschaft oder des Konsulates oder eines Flughafens eine Wohnung zu suchen, wenn irgendwie möglich. Außer es geht preislich nicht auf. Aber es macht jetzt keinen Sinn, wenn du hier gestrandet bist und du möchtest nach Hause und du befindest dich irgendwo in der Pampa draußen und musst dann, falls irgendein Evakuierungsflug kommt oder wenn du auch zur Immigration gehen musst, und das musst du brauchst ja die, also von der Botschaft oder vom Konsulat brauchst du ja einerseits das Schreiben und dann musst du auch noch zur Immigration gehen, und da wäre irgendwo ein Standort besser, um sich aufzuhalten, wo eben genau diese, wie sagt man, Einrichtungen, Immigration und Botschaft, Konsulat nicht allzu weit weg sind, damit du da nicht jedes Mal weißt, wie lange reisen musst, um dorthin zu gelangen. Ja, dann etwas habe ich noch vergessen. Inseln, das ist auch so eine Sache. Im Moment Koh Larn macht dicht, also es ist auch davon auszugehen, dass kleinere Inseln in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht dicht machen, da die Bevölkerung sich dort auch wehrt oder sagt, im Moment haben die keine Fälle, keine Erkrankten auf der Insel, und deshalb wollen sie, dass die Insel dicht gemacht wird, dass eben auch keine Reisenden mehr auf die Insel kommen. Also auch da muss man vorsichtig sein, das wäre auch ein mögliches Szenario. Okay Leute, das war's von heute. Wenn dir die Informationen hilfreich sind, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal für tägliche Infos zur aktuellen Situation in Thailand, und dann bleib gesund. Sehen wir uns morgen, wenn du magst. Bis dann. Tschüss aus dem wunderschönen Thailand.